Was geht? Ich bin Medauer, auch bekannt unter Cooper Gomez. Ich mache YouTube, Instagram, Twitter und den ganzen anderen Stuff. Auf die Frage, ob ich es gut finde, dass auf Instagram die Likes abgeschafft werden, muss ich mit einem klaren Ja beantworten. Auch wenn ich glaube, dass diese Funktion innerhalb von kürzester Zeit wieder online gestellt wird, weil Instagram davon lebt, dass man sich mit Likes konkurriert. Und darauf komme ich auch wieder zu sprechen, konkurrieren. Meines Wissens ist, oder was ich halt denke, ist, dass diese ganze Like-Geschichte Instagram, und nicht nur Instagram, sondern alle sozialen Medien komplett kaputt gemacht hat, weil es geht nicht mehr darum, etwas zu posten, etwas zu teilen, etwas von sich zu zeigen, wo man zum Beispiel ist, was man tut und so weiter, sondern es geht einfach nur darum zu zeigen, wie toll man ist, was für einen tollen Urlaub man hat, was für eine schöne Uhr man trägt und nicht mehr, dass man einen trägt oder dass man in den Urlaub fährt. Es geht einfach nur darum, sich selbst zu profilieren und besser zu sein als der andere beziehungsweise mehr Likes zu haben als der andere, und das ist Gift für die Seele. Wie gesagt, ich bin mir 100% sicher, dass Instagram und wenn das irgendwelche anderen sozialen Netzwerke folgen sollten, diese Funktion abschaffen wird und ganz normal wieder Likes regnen wird, weil wir sind schon so tief in dieser Materie drin, dass wir uns gegenseitig immer prüfen, dass wir immer besser sein müssen als der andere, dass diese Seiten von diesem toxischen Denken leben. Deshalb denke ich ganz stark, die Funktion bleibt, aber ich wäre sehr, sehr froh, wenn sie abgeschafft wird. Für mich persönlich als Content Creator, ich mache Comedy, Ethnic Comedy hauptsächlich, ist das gut, weil, na klar, finde ich Likes schön und ich will sehen, wie viele Leute mein Video liken, aber ich will nicht, dass es in einer negativen Richtung ausartet, dass ich mehr Likes haben muss als jemand anderes, weil wenn ich nicht so viele Likes habe wie Künstler B, ist mein Video oder mein Content schlecht. So möchte ich das nicht. Ich möchte, dass die Leute, dass ich eine Resonanz von den Leuten bekomme, dass das, was ich mache, gut ist und nicht anhand, wie viele Likes ich habe. Weil was auch sehr problematisch ist, ist diese Likes kaufen. Es gibt ja viele, die kaufen Likes, um sich besser darzustellen. Und das ist ein komplett falscher Weg, sich selbst zu darstellen. Entschuldigung, auf dieser Seite. Deshalb finde ich es gut, die Likes sollten weg.